Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Diesmal in Space Reborn. Ich glaube, ich habe es richtig, hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bei meinem Glück natürlich wieder nicht. Wir spielen es auf der PS4, wie ihr seht. Ich werde es jetzt einfach mal starten. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gestartet, nicht getestet, nix. Alles blind, wie immer. Und ich werde es, wenn wir lange spielen, wenn es über eine halbe Stunde ist, werde ich es auch wieder in Parts teilen. In space we brawl. Multiplayer, Challenge, Option, Credits. Credits wollen wir nicht, wir wollen aber Optionen mal anklicken. Sound, Volumen. Können wir auf 6 lassen, aber Musik machen wir mal auf 6. Voice Volumen lassen wir. Vibration lassen wir auch an. Mal gucken wir mal. Bleibt das? Ja, bleibt alles. Challenge, Multiplayer. Wir gucken mal Challenge. Challenges. Okay, nehmen wir, fangen wir. Ja, wir fangen bei 1 an, würde ich sagen. Das war halt Englisch. Scheiße, ich verstehe wieder nicht, was sie wollen. Left Stick. Left ist linke Stick. Okay. Warp Space. Top of the screen. Ach so. So, ich sollte auch rausfliegen und dann, dass ich unten wieder rinkomme. So, okay. Okay, da explodiere ich. War falsch. Challenges. Ah, okay. Konnte aber mich jetzt nicht bewegen. Kann mich nicht bewegen. Achso, das ist hier Volt. Schneller! Challenge complete. Okay. Challenges. Ah, jetzt krieg ich die nächsten zwei freischalten. Okay. Ja, dann gucken wir uns nachher mal an. Mal Multiplayer, Tournament, Tournament, Team. No. Match.
dreimal. No. Oh, das ist mein Controller. Ich nehme den, der sieht aus wie ein Krebs. Achso, jetzt schalte ich nach und nach, ist frei. Nehmen wir mal das. Ready. So, das ist toll. An einer Konsole mit mehreren. So, meine Tochter hat gerade gerufen. Ich muss mal kurz abbrechen. So, da bin ich auch wieder zurück. Meine Kleine hatte nicht so gut geträumt. So, wir hatten jetzt das Challenge Option. Wir machen mal einen Multiplayer. So. Aus dem Controller kommt's. So, das geht nur an einer Konsole, oder was? So. Multiplayer. Championship. So, das geht nur an einer Konsole, der Multiplayer. Da ich alleine bin, kann ich das jetzt nicht machen. Machen wir einfach Challenge weiter. So. Vielleicht wird da ja noch was freigegeben, dass man es mal richtig spielen kann. Hoppala, sind da Rinder. Oh, okay. Na, dann schießen wir nochmal. Habe ich nicht. Gucken wir das mal an. Ist halt auch ein bisschen doof, dass das alles in Englisch ist. R1, okay. Hoppala. Fail, wieso failet? Bin doch drin. Da drin gewesen. Ja, jetzt aber. Immer noch nicht? Willst du mich doch rollen, willst du mich doch? Challenges. Also wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert ist. So, ich muss mit Vollspeed da rennen oder was?
geschnappt. Wieder nicht. Oh, ich gibt's. Uff. Challenges. Mist. Challenges. Habe ich mich noch was... Entschuldigung. Was da noch was anderes ist? Wirklich nur diese Challenges. Und nochmal. Ja, geschafft. Okay. Rang A, Rang C. So. Dann weg nur die bin ich. Oh, ich hab's geschafft. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Okay, habe ich schon wieder die nächste freigeschalten. Fehlt nur noch das. Aber das werde ich mir jetzt ohne mal ransetzen. Das nervt mich, dass ich es nicht hingekriegt habe. Das ist ja so ein Spiel, wo man sagt, eigentlich... Naja, aber man trotzdem nicht wegkommt, weil man unbedingt schaffen will, weil es
vergessen, die Erde. Oh Gott. Wo man sagt, Mensch, das muss doch machbar sein, das will ich schaffen. Wieso leuchtet eigentlich mein Controller grün und nicht blau? Bestimmt, wenn mein Schiff grün ist. Funktioniert es eigentlich immer noch? Jetzt leuchtet er wieder blau. Okay. R1, ja, weiß ich nicht. So. So nicht, ich hab's doch. Nochmal. Das kann nicht sein. Jetzt habe ich eine Idee. Ich fliege jetzt einfach rechts aus dem Bildschirm raus. Angekratzt habe, muss direkt drin. Ist da nicht die Möglichkeit. Steuert sich ein bisschen tricky hier gerade. So, das darf ich auch nicht. Okay. So, ich muss die ganze Zeit auch auf dem Speed-Teil draufbleiben. Ich muss halt versuchen, relativ da reinzukommen. Ich darf nicht zu langsam sein. Ich muss genau rinder. Oh, leck mich doch. Katze ist nicht gerade kuscheln gekommen. Oh, es leckt mich. Ja, versuchen wir das nächste. Steht nicht von der Taste. Steht nicht von der Taste. R2. Ah, jetzt endlich. Challenge abgeschlossen.
Na, siehst du. Geh nur, okay. Aber zwei neue. Wie viel sind es denn überhaupt? Wow, 21 Stück. Ob es danach was Neues gibt oder mit anderen Raumschiffen was? Hm. Ja, eins mache ich noch und dann ist erstmal Schluss. L2. Oh fuck. In Space We Brawl, hat er ja gerade gesagt. Habe ich doch richtig gesagt. Zeig doch. Ja, damit würde ich das Video jetzt hier auch erstmal beenden. Ist ein kleines, süßes PSN-Spiel. PlayStation Network. Mensch. Ich habe es auch für die PS3. Ich werde es für die PS3, denke ich mal, die Tage auch irgendwann spielen. Dass ihr mal so den Vergleich zwischen PS4 und PS3 habt. Schade, dass der Multiplayer nur auf eine Konsole beschränkt ist und nicht ja, richtig PSN-mäßig. Aber wenn das Update 2.0 rauskommt, mal gucken, vielleicht mit einem Onkel zusammen oder mit irgendwem anders, das nochmal irgendwie Challenge oder weiß ja nicht, wie der Multiplayer aufgebaut ist, zusammen mal was gucken und nochmal aufnehmen. Weil mit Update 2.0 kann man ja dann auch Spiele, die an einer Konsole für mehrere spielbar sind, auch online spielen. Ich warte händeringend auf Update 2.0. So an sich ist es ein schönes Spiel. Das ist so ein Spiel, wie ich gesagt habe schon, wo man sagt, ja, es ist so ein kleines Spiel, aber der Suchtfaktor ist ziemlich hoch, weil man unbedingt alles auf A-Rang oder weiß ich was, super oder was weiß ich machen will. Und ihn denn schon ankotzt, dass man so kleine Kackdinger einfach nicht hinkriegt. Wie eben mit dem Fliegen. Und dann macht man und macht man und macht man und zack, sind 3 Stunden weg. Also, das ist wieder so ein Spiel, wo der Suchtfaktor extrem groß ist. Ob ihr dafür jetzt unbedingt Geld ausgeben wollt, müsst, ja, sei dahingestellt, das müsst ihr selber für euch feststellen, ob ihr das haben wollt. Aber ich finde es so an sich nicht schlecht. Die Steuerung, wenn ich da mit diesem Turbo-Teil rumfliege, das ist dann schon ein bisschen, da kann man nicht so direkt schnell steuern, vielleicht nur Ecke, weil ich halt das nicht gewöhnt bin. Ich bin ja auch, wie gesagt, kein Shooter-Spieler, der diese schnellen Bewegungen drauf hat. Ich spiele da lieber Assassin's Creed, wo man rumläuft und sowas. Also das müsst ihr selber für euch entscheiden. Aber an sich ist es ein schönes Spiel. Würde ich jetzt sagen. Ja, mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen, also müsst ihr halt selber entscheiden, also für ein paar Minuten, schon ein paar Stunden Gameplay oder so, ich weiß jetzt nicht, wie teuer es ist, ob er da das Geld ausgeben wollt oder nicht wollt oder so. Ja, für zwischendurch ist es auf jeden Fall was, ich werde es ab und zu mal zwischendurch spielen, aber auf Dauer wird es auch nicht mein Spiel sein, das kann ich euch versichern. Ich wollte es euch halt nur mal zeigen und ein bisschen ans Herz legen und mal gucken, wie es ist und vielleicht eine kleine Entscheidung, Kaufentscheidung oder Nicht-Kaufentscheidung geben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.